Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Grow Projekt. Einen wunderschönen guten Tag. Liebe Leute, der Patty ist heute wieder dabei. Der Keule ist noch am Umziehen, hat leider noch kein Internet, deswegen vertritt mich Patty nochmal die Woche. Und wir sind wieder an unseren berühmten Toren. Ich bin gespannt, ob wir diesmal Pech haben, Glück haben, wie auch immer. Wir werden es heute aber nicht überstrapazieren. Sage ich mal vorsichtig so. Mal schauen, was das Ganze wird. Hallo. Hallo. Komm mit. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Hallo. So. Hallo. Sind wir hier richtig? Ja. Moin. Geht gleich los. Ist wieder da. Ihr seid ja schon wieder da. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Hallo. Wollt ihr heute mal was Gutes abstauben oder gibt es wieder einen Lamborghini einen anderen Team helfen? Wir haben gesehen, wir haben noch Platz in der Garage für einen Ferrari. Oh, wow. Das ist eine super Sache. Ja? Welche Farbe soll es sein? Der muss natürlich in Gelb sein. Oh, okay, ja, verstehe ich. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Ja, okay. Ja, okay. Naja, ja. Gut. Ist denn der Lamborghini noch zu haben? Nee, der ist unverkäuflich. Ach, was habt ihr denn für ein Tor genommen, Bernd? Nee, das machen wir jetzt anders, das Spiel. Was hast du denn für ein Tor genommen? 3. So, perfekt, wir haben Tor 2. Ja, ist ja super. Sind wir uns diesmal einig. Ja, siehst du? Aber macht ihr jetzt nach dem Motto, irgendwann muss was Gutes drin sein? Ja, ah ja, wirklich ja. Okay. Konrad. Ja, mach mal auf das Ding hier, Rolf. Ja, mach mal auf. Schaff mal, wir haben was vor. Konrad, schaff mal die Platinbarren aus Tor 3 weg. Oh, Platin? Was, liegt immer noch drin, oder was? Ja. Ja, warte. Ja, 5 Millionen XP braucht ja keiner. So, ja. Ihr Lieben, seid ihr bereit? Ja. Für eine weitere Runde von der Meister. Sag Bescheid. Heute Abend wieder mit wunderbaren Gästen, wunderbaren Preisen und einem wunderbaren Moderator. Seid ihr bereit? Ja, yes. Mann. So. Ja, Mann. Also, meine Kärtchen sagen mir, die Seitenstecher haben Tor 2. Korrekt. Und die Spicy Chicken haben Tor 3. Ja. Auch korrekt, ja. So. Dann fangen wir doch mal an mit euch, Bernd. Wieso fangen wir denn immer mit uns an? Ja gut, dann fangen wir hier drüben an. Wilma und... Hi. Wilma und... Wolle, ja? Ja. Ja, ja, muss ich immer erst auf mein Kärtchen gucken, weißt du. Jetzt war es nicht so spannend, Mensch. Ja, also ihr habt Tor 3. Ja. Richtig. Ich hätte für euch im Angebot heute sonst das Tor 1, wenn ihr Lust habt. Nee, nehmen wir nicht, oder Wilma? Nee. Tor 1 ist nicht so euers. Nee. Nee, wir haben letztes Mal schon Tor gewechselt. Ja. Ja. Aber obwohl, es war gut. Na egal. Ja, oder trotzdem, ich weiß nicht. Vielleicht lieber ein Umschlag. Rot. Rot und 5000 XP. Und was ist mit dem pinken Umschlag? Kannst du auch haben für 5000 XP. Nee, warte mal, du hast doch immer noch so einen Umschlag mit mehr XP. Der ist für uns. Der kommt gleich. Ach so. Ja. Müssen wir jetzt was auswählen? Naja, ihr könnt den pinken oder den roten. Den roten, ich würde euch 10.000 geben. Auf für die den Hand. Roten? Ja. Geld oder XP? XP. Achso. Sagst du. Und für den pinken nochmal? 5. Und wenn wir den pinken und 10.000 wollen? Dann gehe ich zu den Seitenstechern. Hallo! Wilma, was sagst du? Ich weiß es nicht, Wolle. Es ist so schwierig. Der Umschlag war schon mal richtig gut, ne? Letzte Woche wäre das total... Das wäre ultimativ Jackpot gewesen, aber ich will mich da gar nicht drauf verlassen. Wie viel XP brauchen wir bis zum nächsten Punkt jetzt? Ja, gut, wir beraten uns mal kurz. Machen Sie mal da drüben weiter. Also, ihr Lieben. Ja? Ihr habt Tor 2. Ich biete euch auch das erste Tor an. Ist da was Besseres drin als in Tor 2? Es kommt auf die Perspektive an. Von unserer Perspektive aus. Wollt ihr gewinnen? Ja. Ja. Schwer zu sagen. Ist, glaube ich, Tor 1 nicht schlecht. Ja, aber nicht schlecht heißt auch nicht gut, ne? Ja, ihr wisst ja nicht, was mit Tor 2 ist. Das stimmt. Marc, was sagst du? Ich würde noch das Tor 2 nehmen. Dann nehmen wir Tor 2. Seid ihr euch sicher? Nee. Ich würde euch 5.000 geben für Tor 1. Aber 5 ist ein bisschen wenig. Ja, ihr kriegt ja das Tor auch. Ach so, das wie heißt... für Tor 1, die nehmen aber Tor 2. Das heißt, wir bekommen 5.000 XP und Tor 2. Ja. Hä? Scheiße, aber Tor 2.
Hallo, bitte Ruhe da hinten. ja. Ja, aber dann machen wir es so. 5000 XP und Tor 2. Das wird eine miese heute wieder. Gut, dann nochmal zu euch. Habt ihr euch für einen Umschlag entschieden? Ja, aber die XP sind nicht so gut. Wir würden gern 12.500 XP und den roten Umschlag nehmen. Ja. Oh, ich weiß ja nicht. 12 ist schon echt viel. Ja, aber es ist ja nicht so viel mehr wie 10. Ja, ist gut, ich schlag ein. Gut. Also, dann haben wir 5.000 war das jetzt gut? XP und Tor 1 für euch. Noch nicht. 12.500 XP und den roten Umschlag. Mhm. Kann nur schauen wir doch mal in den pinken Umschlag. Den hat nämlich keiner. Ja. So, der pinke Umschlag enthält heute Abend. Wir würden Pink nehmen. Die Gefängnisfreikarte. Was ich euch schon erklärt hatte. Glückwunsch, Glückwunsch. Die ist sehr praktisch. Aber hat ja keiner gekriegt. Es ist dann egal, haben welches wir einmal ganz in ehrlich, Tor 3, das auch keiner genommen hat. Kann nur nach hinten losgehen. Oh, jetzt unseres, Wilma. Ja, unser ehemaliges Tor. Aufgepasst. Oh Gott. Maschinensperre. Ein Gerät für alle Folgen für ein anderes Team nach Wahl sperren. Oh, das wäre gut gewesen. Das ist tatsächlich relativ interessant. Aber Ben, so gemeint sind wir doch nicht. Ihr Tor nicht, zwei. Wir schon. Ich weiß. Tor 2 hat ehrlich, auch keiner genommen. Ehrlich, muss man was sein. In Tor 2. Hey, warte doch, die haben doch Tor 2 genommen. Tor 1, Tor 1. Oh. Echt jetzt? Ja. Das glitzert. Schaut euch kleiner das an, Schatz. Wie das glitzert. Ja. Oh. Wo ist das der Glitzer, heute heißt der kleine Schatz? Mein Schatz. 25.000 XP wären da drin gewesen. Hm. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, dann bleibt noch übrig ein roter Umschlag. Oh, das ist unser jetzt. Soll ich den zuerst aufmachen, Bernd? Ja. Bitte? Oh, jetzt kommt der. Soll ich den zuerst aufmachen, den Umschlag? Für das andere Team? Ja. Ja, mach das bitte gerne. Gut. Jetzt kommt das Geräusch. Wolle. Für euch. Einmal 12.500 XP, die kommen gleich. Er hat sich vorher versprochen. Wir können nicht das Tor bekommen und 5000 XP, das geht nicht. So sehr. Oh mein Gott, das ist Glitzer, Glitzer, Glitzer. Es ist ein komplettes WTF-Edelstahl-Kochset. Mit 3 Pfannen in 3 Größen. Oh, das braucht 3 Töpfen in 3 Größen. Einem Dampfkochtopf. Und ja, zusätzlich. Toll. Hast du wieder angestaubt, Wilma? Formschöne. Ja. Formschöne Kochlöffelablage. Das spart dir aber das nächste Weihnachtsgeschenk. Weil super. Genau das wollte ich haben. Jetzt wollen wir aber noch sehen, was in der 1 ist. Los. Ja. Also, dann kommen wir zu euch. Heute Abend hier in Tor 1. Darf ich mal durch? Dankeschön, Dankeschön. So, Tor 1 enthält. Auf den Zettel gucken. Blockade. 2 Folgen Spediteur und Händler für die anderen Teams sperren. Na gut, das klingt schon mal. Und ihr kriegt ja auch noch 5000 XP auf die Hand. Richtig, die hätten wir gerne. Danke. Ja. Dann Dankeschön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche sehen wir uns wahrscheinlich zu dritt hier. Ja, hoffentlich. Das würde ich mir wünschen. Das wird ja was. Ja, schenk dir noch mal ein bisschen XP. Ja, gib doch mal was ab. Tschüss. Tschüss. Ja. Die haben gesagt, die schaffen das heute. Tschüss. Tschüssi. Ja, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet nächste Woche wieder ein. Dankeschön. Wir warten auf die XP, ne? Ja, kommt gleich. Danke. Tschüssi. Ja, wiedersehen. Tschüss. Okay. Ja, wir dürfen zurückspringen. Danke. Das klingt doch gut. Das klingt doch okay, würde ich sagen. Mhm. Beide Teams, 2 Folgen. Beide Teams? Ja, hat er gesagt. Beide Teams? Beide Teams dürfen 2 Folgen keinen Spediteur und keinen Händler. Okay. Ich löse die Punkte ein jetzt. Die haben wir vorher besprochen, liebe Leute. Nicht, dass ihr euch wundert. Patty, sag mir nochmal, was wir gesagt haben. Habe ich schon wieder vergessen. No. Also, Deutsch. Wir holen uns einen Traktor Kategorie 2. Habe ich. Genau. Dann die Sämaschine, die direkte. Mhm. Das heißt, wir brauchen hierfür 2 Punkte. Dann. 1, 2. Jawohl. Dann haben wir. Den Tiefenlockerer. Den Tiefenlockerer. Jawohl. Und ein Lager.
Silo Getreide, erhalte ein Silo Getreidelager. Zack. So, dann haben wir jetzt alle Punkte aufgebraucht erstmal. Das ist schon mal gut. Achso. Warte, da klingelt's. Marc, ab zum Händler, du weißt, was zu tun ist. Ja. Danke, bis später. Amter, hallo. Jo, Grüße aus der Gustav. Hallo, Gustav. Ich habe eine Frage. Ich arbeite heute bei Monster Einhorn. Ja. Die haben mir gesagt, ich kann bei euch mal nachfragen. Eventuell habt ihr vielleicht Mähwerke zu verleihen an die. Mähwerke also zu so verleihen? Schmetterling-Mähwerke oder sowas. Ja, haben wir da. Haben kannst nix. Du nehmen. Kann ich die nehmen? Ja, oh, das wäre super. Du brauchst aber einen Schlepper für. Ja, habe ich. Großen Deutsch. Ja, nimm den. Kein Problem. Aber bitte dann wieder zurückstellen. Selbstverständlich. Du bist meine Rettung. Kein Problem. Dafür sind wir doch da. Die haben nur so ein kleines 2,4 Meter Schneidwerk und wollen so ein riesen Feld haben. Alles gut. Danke dir. Ich bin gleich da. Jo, danke. Tschüssi. Tschüssi. Herbert, grüß dich. Herbert. Hallo Bernd. Hallo. Moino. Wie geht's? Na? Ja, wieder im Außeneinsatz, ne? Genug Händler gespielt. Ja, war schön, sagst du? Ja, war so aufregend, das war so aufregend. Oh, so viele Maschinen. Oh. Herrlich. Und so viele Leute, die was von einem wollen. Was kann ich das tun für dich heute, Herbert? Du Fisch. Ja, ich sollte zu euch kommen, ihr habt irgendwie einen Hofhelfer gebucht. Ja, das stimmt, den haben wir gebucht. Was haben wir denn heute mit dir vor? Ich weiß nicht, ich kann uns auch wieder hier mit meinem Gerät los. Nee. Und dann ruft ihr an, wenn ihr was wollt. Bleib gerne mal hier, bitte. Warte bitte ganz kurz hier, der Marc kommt gleich, der wird dir gleich eine Aufgabe geben, okay? Ja, hast du irgendwo eine Kaffeemaschine stehen? Ja, hier hinten in der Halle unten drin. Ja, gut, dann gehe ich erstmal einen Kaffee trinken. Ja, mach das, ne? Ich sag dir gleich, was zu tun ist dann. Ja, aber auch nicht so schnell, ne? Nö, alles mit der Ruhe, ne? Ein bisschen Kaffeepause so früh. Ja, gönn dir, Reichhardt, mach das, ne? Ja. Bist du eigentlich noch bei der Polizei mal gewesen oder ist das Das ist von früher noch. Ich war ehrenamtlich jahrelang beschäftigt. Der will es aber auch wissen. Moment, ich muss ganz kurz das Telefon abheben. Hallo, Amter. Ja, Polizeidirektion Galgenberg. Hallo, Grüße. Grüße. Für euch zur Info, diese schöne Gewinnkarte da mit dieser Sperre. Ja. Die dürft ihr einsetzen, wann und wie ihr wollt. Darf ich eine Frage dazu? Sofort. Ja. Das heißt, wir dürfen für beide Teams Händler sperren oder Spediteur sperren oder beides? Beides. Beides für beide Teams? Beides für beide Teams über zwei Folgen hinweg. Ja. Jetzt höre ich so ganz leicht diabolisches Gedankengut. Es arbeitet. Haha, merk schon. Sag ich Bescheid. Ihr müsstest du Bescheid sagen, welche Folgen. Also heute oder, ja, dann müsst ihr gucken, ob ihr das heute noch machen wollt. Ja, aber jetzt wird der Händler wahrscheinlich schon ausgeliefert haben, ne? Ja, ein paar Sachen sind schon raus. Ja, deswegen. Alles gut, ich melde mich bei dir. Dankeschön. Ja, super. Danke. Danke, tschüss. Schöne Grüße an allen Herbert, da solltest du viel Kaffee saufen. Okay, mache ich, danke. Danke. Tschüss. Herbert, du sollst mehr Kaffee saufen, hat er gesagt. Wer war das denn? Weniger. Der Polizist, ich habe aufgelegt. Mann. Ach, der Polizist. Ja. Ist er dann quasi ein alter Kollege von dir, oder? Nee, anderer Bezirk. Andere Bezirke. Ja, der ist nur Dorfpolizist. Ich war was Höheres. Ich war FBI und so. Aber FBI. Herbert, ich habe tatsächlich einen Auftrag. Hol dir einen Kaffee und dann kannst du direkt da hinten, siehst du unser Feld, die 62, direkt da hinten, das erntereife Weizenfeld, schnapp dir unseren Drescher. Der steht... Den... Ja, bring mir den noch her, dann fahre ich damit weiter. Wer fährt denn da mit unserem Drescher rum? Ja, ich nicht. Geh mal bitte zu Team Beule Einhorn, Monster Einhorn und hol den Drescher zurück. Wir brauchen den jetzt. Das war für letzte Woche ausgemacht, nicht für diese Woche. Aber sofort zurück. Ja, sonst gib's auf die Klöten, kannst du ihm so sagen. Ja, dann fahre ich da mal rüber. Ja, mach das mal, ne? Danke. Ja. Tschüss. Tschüss, Bernd. Tschüss. Hallo, stopp, hier stehen bleiben. Was machen Sie hier? Herr Streng, der wird unser Fahrzeug geklaut, Herr Streng. Nee, der spielt nur. Herbert, weniger Kaffee trinken sollst du. Nee, nicht, der spielt nur. Hallo, das ist unser Fahrzeug. Ja. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Ja, darf ich jetzt mal los hier? Ja, fahr. Ja, ich muss mal mit Dresche. Herr Streng, machen Sie was, sonst mach ich was. Das wird blutig. Da gibt's eine blutige Nase. Ja, nee. Nehmen wir mal kurz mit. Jetzt rennt er weg. Ja gut, hat's erledigt.
Vor allem, ich habe nicht mal einen Schlüssel stecken. Wie kann er denn starten? Ja, der weiß, wo der herkommt. Ich sperre jetzt hier das Tor ab. Ich muss weiter. Wenn der mein Lambo nimmt, ne, ich habe eine Schrotflinte. Ich benutze die Schrotflinte. So, bleib stehen. Bleib stehen, du Dieb. Nein, hau ab. Geh weg. Geh weg, hau ab. Alles klar. Komm her, mein Freund. Komm her. Ups. Hallo, Amter. Oh, oh. Guten Ups. Tag. Hallo, bitte. Herr Amter. Ja. Sind Sie in kriminelle Organisation tätig? Nicht offiziell. Nicht offiziell. Eine Frage. So, ich sperre jetzt hier zu, du kommst nicht mehr raus. Ja? Eine Frage. Ihr habt ja unser Mist, der von unseren Kühen kommt, für euch dann gebraucht. Alles schön und gut. Kann es ich war dunkel, ich habe es leider nicht gesehen. Ja, alles gut. Und was ist mit unseren Paletten? Welche Paletten? Die jetzt bei euch am Strebergarten stehen, die uns gehören. Welche Paletten denn? Ja, von unserem Strebergarten. Also du sprichst von Paletten. Ich weiß nicht, welche Paletten du meinst. Und dann eine Palette. Ach so. Ist die vielleicht runtergefallen? Das kann sein. Das weiß ich nicht. Den muss ich dir wieder bringen dann gleich. Tust du das denn auch? Ja, natürlich. Aber wir haben leider etwas schwer zu tun gehabt, weil wir die ganze Zeit regelmäßig über den Haufen gefahren wurden. Okay. Das ist nicht schön. Ui. Ja. Beim nächsten Mal. Ja. Decke ich dich in die Kategorie wie dem Wolle. Und dann ist vorbei, ne? Das ist aber nicht nett. Ja. Zumal ich gerade mein Mähwerk verliehen habe. Aha. Hallo, bleib stehen. Wo hast du die Schlüssel dafür her? Guten Tag, Herr Beuler. Also bringst du die Palette wieder. Mach ich, ja. Wenn die Tür offen ist, wenn die Tür zu ist, kurz schließen. Das müsst ihr mir mal erklären. Mit Stein. Dann bis dann, ciao. Tschüss. Macht Spaß. Oh. Hau jetzt hier ab. Komm mal her, komm mal. Ich habe ein Angebot für dich. Komm mal her. Komm mal raus. Ja, Angebot. Was komm mal raus. Ja, komm mal raus. Nein. Ich habe ein gutes Angebot für dich. Hallo, bleib hier. Fahren viel mehr besser. Tschüss. Ups, Baum. Drück einfach alte 4 und fertig. Hui. Was machst du da? Werbung? Oh, das ist nicht gut. Ich höre den jetzt einfach nicht zu. Warte mal, wir müssen ein bisschen Kontenance bewahren. Lass ihn rumfahren, das ist... Was soll er machen? Patty holt das Zeug jetzt. Okay, das passt. Der Hofhelfer drischt. Hoffe ich zumindest. Wo ist unser Drescher? Wo ist der Hofhelfer? Alter! Wollen die uns flachsen heute? Wo ist der Hofhelfer? Achso, der ist gerade dabei, es zu klären. Okay. Weil den brauchen wir heute. Für Drescher brauchen wir heute, ne? Das ist... Ich kann den Kanone wegnehmen. Das geht, glaube ich, über Admin. Das wird, glaube ich... Der Obermeier hat noch. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Den kann ich nichts wegnehmen, ne? Da machst du nichts. Mach den Zuckerrüben. Wir machen den Zuckerrüben jetzt fertig. So. Wo ist denn ein Tyser? Da ist er. So, dann gehen wir hier rein. Was willst du denn jetzt wieder hier? Kekse. Ich habe keine Kekse. Mir Kekse bringen? Welche? Ich habe ein Angebot für dich, aber wenn du nicht auf mich hörst, dann kann ich auch einfach weglaufen und fertig. Angebot? Ja. Was denn? Ja. Was kannst du denn? Was sind deine Qualifikationen? Alles. Alles? Natürlich. Kannst du Zap-Zap-Zap machen? Zap-Zap-Zap. Zap-Zap-Zap? Zap-Zap-Zap. Ich gebe dir einen großen Sack voller Kekse. Gemischt Butterkekse, Mozartkugeln, Schokoladenüberzug, Marzipan. Nee, alles Marzipan. Was du, nix nein. Marzipan. Dann nein, gibt's Marzipan. Alles schöne Leckere. Ja. Mit viel Zucker drin. Wenn ja. du jetzt ja. auf einen anderen Hübsch. Hof gehst und dir einfach einen Traktor nimmst und einfach in den Wald fährst damit. Ja, gut, mach ich. Komm dann wieder zu mir. Nee, einen anderen. Okay. Nicht den. Hallo, bleib stehen. Hallo, der Amter Bernd. Ja, der Obermeier. Hallo, bitte. Bernd, ja. ein Problem. Was denn? Wir haben ein Problem. Ich war letzte Woche bei euch, hab anständig am Feld geholfen. Ja. Und ihr habt meine Vertretung völlig über den Tisch gezogen. Warum?
Ihr habt eure Ballenpresse, eure ganz normalen Ballenpresse als Zwickler umgetauscht. Ja, war doch besprochen. Nein. Habe ich schwarz auf weiß? Nein. Doch. Ob du nein sagst oder nicht, ganz ehrlich, wir haben das besprochen. Ich habe das hier schwarz auf weiß, was du gesagt hast, machen wir. Ja. Dann ist es nicht... Punkt, nein. Wenn ihr den Punkt setzt, ihr müsst ja natürlich den Ballenwicklerpunkt auch setzen. Ihr könnt doch keine, Presswickelkombi in normale Presse in ein Presswickelkombi wechseln. Das geht nicht. Also. Kann ich das mit dem nächsten Punkt wieder gut machen? Wollte ich euch gerade sagen, ihr könnt's, wenn ihr, Ich hab keine Ahnung, was hier heute los ist. Oh Gott, alles klar. Wenn ihr den Punkt setzt, könnt ihr ihn natürlich behalten, ist ja klar. Okay, ich habe jetzt tatsächlich gerade... eine Aushilfe da, der hat es auch nicht gewusst. Okay. Und deswegen sind wir jetzt mal, also... Es ist ein Fehler entstanden, den merzen wir jetzt aus. Wenn ihr den Punkt setzt, dann ist alles gut. Sobald ich einen freien Punkt habe, den nächsten, sofort den nächsten, wird das gesetzt. Ihr habt jetzt keinen Punkt. Wir haben keine Punkte, wir haben heute alles versetzt, leider. Okay, dann ich werde aber spätestens nächste Woche einen Punkt haben, den ich sofort setzen werde. Dann muss ich aber die Göwei holen. Ich brauche die jetzt aber noch. Nee. Ja, kann wie ich, nee? Kann ich jetzt nicht machen. Ja, dann bring doch das Zeug jetzt als Stückgut hoch. Also wohin denn hoch? Ich verkaufe die Woche nichts. Dann lass es in deine Anhänger drin. Die liegen hier. Was? Das liegt hier, das Zeug. Ja, dann rein in die Anhänger, die Schnitzel, und dann in die Anhänger drin. Ich habe nur ein Getreidelager, da geht, glaube ich, kein Ding ins rein. Nee, im Anhänger, die Schnitzel. Wie soll ich denn den großen Haufen in den Anhänger machen? Sind es mehr? Ja, natürlich. Ich hätte jetzt noch die Folge fertig gemacht, dann bringe ich sie dir, versprochen. Nee, nein, geht nicht. Die muss, also entweder du bringst sie jetzt freiwillig oder ich muss sie holen. Ja, ich habe keinen Traktor aktuell, weil es wird alles von meinem Dingens weggefahren. Hallo? Okay. Der Polizist war da, er hat den Verbrecher entkommen lassen, ich habe keine Kapazitäten dafür. Okay, dann. Mein 1050er ist weg, mein 700er ist weg, das wird alles hier rum die Gegend gefahren, niemand wacht irgendwas. Ja, Bernd, ich komme jetzt aber trotzdem rüber und hol dir die Gülweil ab. Okay. Ich hoffe, dass er nicht weg ist bis dahin. Ich denke nicht. Okay. Tut mir leid. Bernd, ja. Wo bist du? Okay, ich muss weiter, danke schön. Jo, tschüss. Hallo, ich bin hier. Bist du denn, Bernd? Ja, was ist denn los? Ich suche dich. Ich bin nicht hier, was brauchst du denn? Mein Trecker wurde geklaut. Wieso brauchst du einen Trecker, wenn du einen Drescher machen solltest? Ja, ich bin ja zurückgefahren zu euch. Die haben den Drescher, irgendwie ist er unterwegs. Und da habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr das klären. Ich telefoniere jetzt gleich, okay? Ja, aber jetzt ist mein Trecker weg. Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Hallo? Hallo, der Bernd hier. Hallo. Marie. Ja. Unser Drescher. Hast du 5 Minuten noch? Ich hab nicht mal 2 Minuten. Der Herr Hofhelfer macht jetzt gar nichts. Also habt ihr... Hä? Der Hofhelfer war bei euch, wollte den Drescher abholen. Ja. Wir haben für letzte Woche gesagt, ihr könnt ihn haben, ne? Und jetzt will ich ihn haben und jetzt wird gesagt, ich bekomme meinen eigenen Drescher nicht zurück? Okay, das warte, kann nicht euer Ernst sein. Dann lass mich den eben noch leer fahren. Ja. Also abtanken und dann bringe ich euch. Wie lange brauchst du den noch? Also ich bräuchte wirklich noch 5 Minuten. Ich habe jetzt hier Feld 80, bin halb fertig. Aber du musst ihn mir dann bitte auf den Hof stellen. Den stelle ich dir sofort auf den Hof an. Okay, gleich, gut, ja? Dann mach das bitte fertig. Alles klar. Gut, danke dir. Dankeschön, tschüss. Ah? Marc? Ja, Bernd? Wie läuft's? Ich hab jetzt den 1050er und den Tiefenlocker. Ich würde mal die 1 und die 9 anfangen. Den Deutz habe ich dir ans Feld gestellt, wenn du den brauchst, und die Sämaschine steht am Hof. Okay, machen wir so. Alles klar. Ups. Danke. Bitte. Was? Es gibt keinen Polizeikanal?
gibt keinen Polizeikanal? Nö. Gibt's einfach nicht. Ja, dann packt man das so rein, was soll ich machen? Wenn hier jeder tut, was er will, dann... Heul ist krank, ja. Es kommt auch keiner in die hohe Kammer, ne? Ich bin in der Hohen Kammer, aber es ist niemand da. Das machen wir gleich, den Weizen. Die Hohe Kammer, schönen guten Morgen. Hallo, der Amter Bernd hier, grüße. Hallo Bernd, grüße dich. Hallo, wenn ihr jetzt nicht gleich was so für den Verbrecher hier unternehmt, unternehme ich irgendwas. Ja, war der wieder bei dir? Ich setze mich in Zukunft auf Urlaub, mir ist das egal. Wenn ihr nicht konsequent genug seid, dann werde ich das selber regeln. Ja, ich habe ja gesagt, melde dich wieder, wenn er wieder bei dir ist. Wo soll ich mich denn melden, wenn niemand da ist? Wo soll ich mich denn melden? Ja, zur Not hier in unseren Wattsfarm rein, Polizei 110 oder so. Ja. Weiß ich nicht, aber der läuft hier rum, ich habe alle Schlüssel abgezogen, alle Geräte sind abgesperrt, der hüpft einfach rein. Wie das gehen soll, weiß ich nicht. Ja, das ist komisch, ich kümmere mich sofort darum. Ja, Kamerad, aber bitte nachhaltig. Ja. Was ist denn da so laut bei dir? Bei mir? Das war gerade mein Wecker für mein Frühstücksei. Nee, ich höre eine Stimme, hier sind der Amter. Ja. Was geht denn schon wieder? Was ist? Ja, bei dem treibt sich irgendeiner rum, da so ein Landstreicher, der irgendwie die Karren kurz schließt und sowas. Ja, hat der eine genaue Beschreibung von dem Typen? Ja, Spasti. Ja. Jeanshose, Cappy, schwarze Jacke. Okay. Mehr habe ich nicht, mehr Beschreibung. Ich schalte die Augen offen. Oh, der ist gerade über den Herbert drüber gefahren. Super. Ja, wir halten die Augen offen, ja. Feld 76, du musst nicht die Augen offen halten. Komm her. Ja, ich bin hier. Ich bin sofort auf dem Weg. Ich halte in den Schacht. Oh, nein, dort geht kein Dreck. Ich habe die Polizei gerufen, aber die wird wieder Stunden brauchen wahrscheinlich. Das gibt das ja gut. Warte, ich halte ihn jetzt fest. Bernd? Nein, geht es nicht. Ja, ich komme. Bernd? Nein, geht nicht. Bernd? Ich brauche noch 100 Hackschnitzel da drin. Mache ich. Da ist noch ein Ballen drin. Warte. Bernd? Nee. Ich habe meinen Namen jetzt geändert. Ich mache mich sofort auf den Weg. Hier ist Hopfen und Malz verloren. Reicht das? Ja. Danke. Danke. Oh, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Seht das bitte nicht so kritisch und seht das immer nicht so engstirnig. Es ist immer noch RP. Okay? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.